Das sind die Top 5 viralsten TikTok-Videos, wo wir sie probieren nachzumachen. Schau bis zum Ende, um das nicht zu verpassen. Los geht's! Ich nehme jetzt einfach mal eine Gabel, Leute, okay? Und jetzt mache ich das mal hier so, wie die das hatte, so ran ans Ohr und dann... Flip um! Los, Ohr! Flip um! Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir testen nämlich virale Körpertricks, die du noch nie so gesehen hast. Und wir testen, ob sie wirklich funktionieren, Freunde. Haut auf jeden Fall unten auf den Abo-Button. Wir sind kurz vor der 500.000, Leute. Das sind, glaube ich, nur noch so 5.000 Abonnenten, Leute. Deswegen tut mir den Gefallen. Drückt da drauf und drückt auch noch auf den Like-Button, wenn ihr noch mehr sehen wollt, Leute. Und jetzt Abfahrt. Oh, ist der... Oh, der Schlüssel ist runtergefallen, Leute. Und jetzt kann sie den nicht aufheben. Aber wenn sie sich jetzt die ganze Zeit dreht, dann kann sie den... Mit Leichtigkeit aufheben, Leute? Was? Ich habe hier einen Stecker, Leute. Den Stecker lege ich jetzt hier auf den Boden. So, also anscheinend, so komme ich nicht ran. Und jetzt drehen wir uns die ganze Zeit. Jetzt drehen wir uns. Jetzt drehen wir uns. Und jetzt kann ich es aufheben, oder was? Nö. Ich muss dafür trotzdem bücken, Leute. Ja toll, jetzt habe ich mich umsonst im Kreis gedreht. Super, dankeschön. Jetzt ist mir auch noch schwindelig, ja? Jetzt ist mir auch noch schwindelig. Super, toller Lifehack. Also, man soll seine Schulter an die Wand dran machen, okay? Und dann auch sein Bein an die Wand dran machen, okay? Und dann soll man probieren, sein Bein hochzuheben, Leute. Und anscheinend soll das Ganze nicht funktionieren. Als ob, Leute. Nee, das testen wir jetzt selber aus, okay? Das testen wir jetzt selber aus. Kein Problem. Können wir machen? Pass auf. Wir machen das so. Schulter ran. Bein ran. Und jetzt soll man... Oh mein Gott, ich merke schon. Es funktioniert nicht, Leute. Warte mal. Schulter ran. Bein ran. Und jetzt Bein hochnehmen. Ey, es funktioniert wirklich nicht. Ich verarsche euch nicht. Also es gibt hier wirklich doch Sachen, die genauso da funktionieren, wie sie es halt sagen. Also man kann wirklich, wenn man seine Schulter an der Wand hat und sein Bein noch dran ist, geht nicht. Man kann sein linkes Bein oder rechts Bein nicht hochnehmen. Probiert es selber aus. Anscheinend kann man seine Hände, wenn man sie überkreuzt hat und dann irgendwie gedrückt wird, kann man nicht mehr aufstehen, Leute. Ja, dann soll man nicht mehr aufstehen können. Ich kann es jetzt selber schwer machen. Vielleicht muss er einfach beide haben, aber Leute, ich glaube, es funktioniert so nicht. Was hat die denn für, oh mein Gott, was hat die denn für Augen, Alter? Oha, sie hat auf jeden Fall ihren Schwarm getroffen, Leute. Und anscheinend gehen die Pupillen sehr weit auf, wenn wir jemanden sehen, den wir mögen. Also nächstes Mal, wenn du jemanden siehst, den du magst, darauf achten, ob deine Pupillen aufgehen. Also laut denen soll man seinen Arm ausstrecken und wenn man dann so ein bisschen dran rumdenkt, dann wird der Arm einfach kürzer, Leute. Warte mal ganz kurz. Also die probiert jetzt ganz kurz aus hier. So, Arm ran, dann ein bisschen dran rumstreichen an dem Ellbogen, Leute. Und dann ist der kürzer. Probieren wir aus, Leute. Probieren wir aus. Also ich bin jetzt hier und wir testen jetzt, ob mein Arm wirklich genauso kürzer wird wie in dem Video, Leute. Also mein Arm, ihr seht hier, drückt gegen dran. Und jetzt runter ein bisschen hier rumstreichen, Leute. Mal gucken, was jetzt passieren wird. Und, ja moin. Wie kann denn mein Arm einfach kürzer werden, wenn ich ein bisschen an meinem Ellbogen rumstreiche, Leute? Was ist das für eine Magie schon wieder? Wollt ihr was von der Pommes abhaben, aber ihr kriegt nichts? Einfach den Trick machen. Er soll seine Hände so zusammennehmen und dann kann sie reingreifen und er kann die Hände nicht mehr aufmachen. Was? Und dann kann sie sich jetzt einfach die Pommes schnappen und er kann nichts machen, als ob das so leicht geht. Wisst ihr nicht, wie groß am besten die Schuhe sein sollen, Leute? Dann sagt sie hier, guck mal, vergleicht mit meinem Arm. Das ist dann anscheinend genauso lang wie der Arm. Also, ich komme ja nicht mal mit meinem Fuß an meinen Arm ran. Aber passt anscheinend, Leute. Es passt sogar. Hattest du mal einmal wieder zu wenig Schlaf und bist so müde, Leute, und kannst nichts dagegen machen? Hier haben wir aber jetzt anscheinend die beste Lösung. Ja, anscheinend soll man die ganze Zeit auf seinem Bleistift rumkauen, dann wird man wach. Was? Also, als ob das geht. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen. Da trinke ich lieber einen Kaffee. Und ich mag keinen Kaffee. Er möchte hier einen richtig, richtig coolen Trick zeigen, da die Blumen einfach langweilig geworden sind, Leute. Jetzt möchte er hier etwas zeigen. So, was hat er jetzt? Ah, ne, auch nicht. Aber jetzt macht er schon so einen Fingertrick, Leute. Denn er macht so, zack, und dann umdrehen und dann kannst du... Funktioniert. Wusstest du, wenn andere Leute gehen, dass man auch... Ey, hör auf damit! Hör auf! Stopp! Das war... Oh, dass man auch gehen muss, Leute. Also, ich kenne das einfach nur selber, dass wenn andere Leute gehen, dann muss ich selber auch gehen. Und es wurde auf jeden Fall mal wieder bewiesen. Die zeigt jetzt anscheinend sie und ich glaube, sie wird das nicht so gut hinbekommen, oder? Bäh. Oh mein Gott, sieht aus wie so ein Eskimo, Alter. Sie sagt aber nein, guck hin, so ist genauso breit wie mein Auge. Oha, das da unten ist genauso breit nochmal wie mein Auge. Hä? Und dann so, Augenbraue bis zur Nase, ist die Ohrengröße und es funktioniert. Es stimmt.
Oh, okay. Ja, wahrscheinlich, Digga. Wahrscheinlich ist das echt, oder? Alles Gute zum Geburtstag. Und jetzt will sie auspusten, aber sie muss niesen und... Oh, voll in den Kuchen reingenießt, ne? Also guten Appetit auf jeden Fall dafür. Lässt grüßen. Aber Leute, nein. Falls ihr niesen müsst, ist anscheinend der beste Trick, einfach einen Finger davor zu halten. Ich würde es euch jetzt gerade gern zeigen können, aber ich muss gerade niesen. Das Problem, ich niese allgemein sehr selten. Und, aber anscheinend probiert es selber aus. Wenn ihr niesen müsst, Finger vorhalten, Leute. Einfach probieren. Habt den Schnurrbart. Du musst richtig dringend auf Toilette und willst nicht unhöflich sein und nicht den Typen irgendwie sagen, ey, ich muss gerade auf Klo, was macht man denn? Nee, man pingelt sich auf jeden Fall schon mal nicht am besten ein, Leute. Das ist nicht das, was man machen sollte. Sondern es gibt anscheinend eine gute Sitzposition, wie man die Blase so mit dem Druck entspannen kann. Erstmal relaxen und dann das eine Bein hoch machen. Und dann hat man anscheinend keinen Druck mehr und kann auf jeden Fall erstmal wieder... Oh, jetzt muss das selber gehen, Leute. Jetzt muss das selber gehen. Und jetzt sagt er einfach, hau rein. Tja, jetzt denken sie, jetzt habe ich mich umsonst in die Hose gepisst. Die schleicht sich jetzt hier eben mal ganz kurz bei ihr an. Und jetzt, als ob... Warte mal. Sie fliegen einfach, Leute. Die fliegen einfach, warte mal ganz kurz. Als ob man einfach mit diesem Q-Tip an sein Ohr gehen kann und dann flippt das so um. Ich nehme jetzt einfach mal eine Gabel, Leute, okay? Und jetzt mache ich das mal hier so, wie die das hatte, so ran ans Ohr und dann flip um. Los, Ohr. Flip um. Also anscheinend gibt es auch welche, die so ein bisschen gefaked sind. Deswegen testen wir sie auch, Leute, ob sie funktionieren. Aber hier haben wir auf jeden Fall diese ganzen Typen, die da einfach perfekt einfach so schweben, ne? Hey, wie geht das einfach? Ich glaube, jeder von euch hatte schon mal Seitenstiche, oder? Ja? Aber wie kriegt man die Seitenstiche eigentlich am besten weg? Ich habe es damals nie geschafft. Ich habe selber sehr, sehr lange Fußball gespielt und hatte immer ab und zu mal Seitenstiche. Aber die Lösung ist... Ausatmen, auf einem Bein stehen und dann die Seite, wo man Seitenstiche hat, einfach ein bisschen massieren und dann geht's weg, Alter, als ob. Glaube ich nicht, Leute, daran glaube ich nicht, weil das hätten wir sonst damals gewusst. Seitenstiche war damals Endgame. Du musst weiterlaufen und dann ist Seitenstiche tot. Kennt ihr diese Probleme? Man hat einfach Schluck auf und man weiß nicht, was man machen soll und das stört einfach im Alltag. So, du schreibst irgendwas hier so und dann Schluck auf und das ganze Blatt ist zerwüstet, Leute. Oder halt einfach, du bist bei so einem Date, möchtest die Person dann küssen und dann auf einmal hast du Schluck auf. Er sagt immer, hey, mach einfach die Arme hoch, ja? Einfach die Arme hoch machen. Juhu, und dann geht der Schluck auf weg. Leute, da ich gerade wieder keinen Schluck auf habe und es nicht hervorbeschwören kann, kann ich es leider nicht ausprobieren. Kannst du nicht schlafen und dir ist die ganze Zeit schwindelig und du denkst, du bist in so einem Karussell. Einfach ein Bein auf den Boden legen, Leute, als würde man stehen. Und dann denkt der Körper, man steht komplett, ja? Und dann geht dieses Schwindelgefühl einfach weg. Hä? Wie krass ist das, bitteschön? Aber was ist, wenn einem im Stehen schwindelig wird? Das Problem ist, Freunde, wenn ein Tag nicht gut anfängt und zwar absolut verpennt, dann kann ein Tag nur noch schlimmer werden, ja? Dann wirklich stellt euch darauf ein, dass ihr alles Mögliche abbekommt. Euer Stresslevel geht bis ganz nach oben. Ihr werdet total sauer sein, Leute. Absolut sauer sein, ich sag's euch. Und die ist einfach nur, sie möchte am liebsten explodieren. Und dann kriegt sie doch auf jeden Fall hier richtig Kopfschmerzen von dem ganzen Gelaber. Aber Daumen lutschen soll anscheinend die Sorgen weglutschen. Ich werde das nicht probieren, an meinem Daumen zu lutschen, Leute. Also, jetzt ist anscheinend wieder alles gut. Ah ja, Daumen lutschen, ja, wie so ein Baby. Sie steht jetzt auf mit einer Flasche auf den Kopf, Leute. Und, tada, das sollen wir ausprobieren. Anscheinend soll das schwer sein? Hä? Das Problem ist, ich habe eine große Flasche, Leute, deswegen probieren wir es jetzt mal aus. Okay. Oh, das funktioniert nicht, Leute. Es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, meine Flasche ist einfach zu groß. Also, ich hab keine kleinen zu Hause. Tut mir leid. Oh, das Schlimmste ist, wenn der Arm einfach eingeschlafen ist. Es ist immer zu wild, Leute. Ich habe immer dieses statische Flackern vom Fernseher immer bei mir im Kopf, wenn ich das so habe. Aber anscheinend soll man seinen Kopf so ein bisschen, ja, so ein bisschen drehen und schon ist der Arm wieder frei. Was? Weißt du, was ich einfach mache? Ich hau den Arm auf den Tisch, genieße erstmal, dass es nicht weh tut und danach habe ich die Schmerzen. Ja, Leute, so läuft es bei mir auf jeden Fall immer. Wolltet ihr schon immer euren Schwarm beeindruckt, Leute, und ihr seid nicht so richtig kräftig, dann kann man anscheinend so zeigen, dass man Kraft hat, als ob das so funktioniert. Ich habe jetzt leider keine Stange hier, aber sonst würde ich das probieren. Leute, ohne Spaß, ich würde es dann probieren. Extra für euch. Euer Finger kann magnetisch sein, Leute, indem ihr jetzt einfach irgendwie so macht und dann zusammen und dann... Ey! Ey! Stopp! 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 Nein! Oh! Okay, warte mal. Ich mach nochmal, Leute. Okay, ich mach nochmal. Und jetzt...
Ich drück so doll, wie es geht, auseinander. Es geht nicht. Er berührt sich schon wieder, Leute. Probiert selber aus. Ich schwör's euch, es funktioniert. Das hier ist auf jeden Fall ein mega, mega cooles Spiel, wo man quasi das zu zweit spielen kann. Man malt etwas auf dem Rücken und der andere muss es auf jeden Fall nachmalen und so ein bisschen schätzen, was der andere vielleicht malt. Guck mal, hier eine Sonne hat sie auch gecheckt, aber das Haus ist auf jeden Fall nicht so gut geworden. Mal gucken, wie er sich anstellt. So, jetzt hier. Oh, man sieht schon. Alter. Ah. Alter. Oh. Oh. Oh, Kollege. Ah. Oh. Ja, ob das auch ein richtiges Eis geworden ist, ich weiß ja nicht. Okay, jetzt hier ein bisschen... Warum sieht das so cool aus? Warum habe ich das sowas noch nie gemacht? Oh, ein paar Centmünzen jetzt hier, 50 Centmünzen unter einem Dollar und... Oh! Ja, wenn man... Natürlich, logischerweise, ne? Oh, aber es funktioniert nicht immer, haben die gesagt, alles klar. So, hier, oh, den kenne ich. Jetzt werden die ganzen Kugeln in die andere Flasche transportiert, ja? Unterdruck oder sowas, nennt man das. So, jetzt kann man anscheinend mit so einem Stick auch noch eine Cola öffnen. Was? Es funktioniert? Jo, da entsteht anscheinend so ein Druck, dass man damit dann die Cola-Dose öffnen kann. Wie geil ist das denn? Und kann man jetzt hier Kaffee machen mit... Kaffeeart machen mit so Pulver? Ja, hat auf jeden Fall super funktioniert. Also richtig top 1A. Schnell los, hol den Ball, Abfahrt! Und jetzt versteckt sie sich unter der Decke. Oh nein, und jetzt denkt der Hund... Hä? Hallo, wo bist du? Ja, guck mal, der Hund ist ja nicht blöd. Da weiß er, dass der Mensch nicht weggelaufen ist, ne? Ja, man anscheinend... Lol. Man kann die Haare sauber machen mit einer Schere. Und wenn die so dreckig sind, dann muss man einfach nur mal eine Dusche nehmen vielleicht. Also, wir haben jetzt einmal hier eine ganz normale Cola. Und jetzt soll man hier... Ist das WD-40? Ja. Und das soll jetzt man da reinmachen. Und jetzt, was wird jetzt passieren? Passiert nichts. Hä? Anscheinend sollte die nach oben fliegen, aber das funktioniert wohl nicht. Und was macht die denn jetzt mit ihrer Oberlippe, Leute? Ach, damit sind die Lippen größer. Ja, wow. Soll ich dir sagen, warum? Weil sie angeschwollen sind. Weil du gerade gefühlt die absterben lassen hast. Also, sieht jetzt hier ihre ganz normale Sporthose an. Und was hat sie jetzt für einen Auftrag? Warte mal, jetzt schneidet sie noch irgendwas... Warte mal, jetzt schneidet sie irgendwas ab, oder was? Hä? Ja, und nun? Hä? Für einen größeren Hintern, oder was? Ja. Muss man ja... Ja, okay. Ja, nee. Also das ist ja... Nee, vergiss es einfach. Fanta und Kleber zusammen soll anscheinend so eine gute Masse oder so ergeben, Leute. Ob das stimmt, ja, ich weiß ja nicht, Freunde. Aber ihr seht schon, er schüttelt das Ganze. Und jetzt kann man mal ganz kurz gucken, ob da jetzt auch wirklich Kleber ist. Und man kann sehen, es sieht nicht wirklich nach Kleber aus. Nee, Leute, es sieht einfach nur ekelhaft aus. Also spart euch das bitte schön, die Sauerei. Falls man irgendwann mal wirklich gefesselt ist, kann man anscheinend mit seinen Schnürsenkeln sich befreien, Leute, ja. Man macht einfach so einen Knoten vorne rein und dann bindet man das Ganze quasi da durch. Und jetzt kann man einmal ganz kurz Tour de France fahren. So, und zack, ist das Ding einfach kaputt gegangen. Okay. Leute, jetzt wisst ihr auf jeden Fall immer Bescheid. Nicht schlecht. Als ob man in eine Hose springen kann, Freunde. Niemals. Okay, logischerweise kann man in eine Hose springen. Okay, ich wollte gerade sagen, nein, aber Leute, logischerweise, das ist auf jeden Fall schon mal ein Lifehack, der funktioniert. So, hier. Mal kurz gucken, ob die Wirbelsäule gerade ist. So ein paar X'e machen und so. Und dann wird man sehen, ob sie Skoliose hat oder nicht. Und sieht für mich ganz gesund aus. Ja, funktioniert sogar anscheinend, sich Kreuze zu machen. Jetzt ist nur die Frage, wie man die Kreuze wieder wegbekommt. Wenn es ein permanenter Marker mal gewesen ist. Kann man eine Glasflasche mit einem Messer aufmachen, Leute? Das ist jetzt die Frage, die man auf TikTok anscheinend oft gesehen hat. Und lol, es funktioniert jetzt sogar wirklich. Man soll anscheinend mit einem Glätteisen hier Tinte wegbekommen. Und ja, wer das geglaubt hat, denen ist auf jeden Fall nicht mehr zu helfen, Freunde. So, hier mal kurz gucken, ob man die Colaflasche auch perfekt um den Dings drehen kann. Und yo, alles klar. Läuft auf jeden Fall. Die Colaflasche hat überlebt, Leute. So was nennt man auch Zentrifugalkraft, ja. Warte, was? Was macht die denn jetzt? Lol. Was macht die? Lol, man kann Lol. Man kann einfach durch so eine CD pusten, Leute. Einfach Blasen machen. WTF. Okay, hier die T-Shirt-Challenge. Einmal ausziehen, einmal anziehen. Ja. Läuft auf jeden Fall. Corona-T-Shirt, das Grüße. Hier haben wir jetzt sogar. Kann man? Ja, Leute, kann man mit Zahnpasta den Bildschirm reparieren? Nein, natürlich nicht. Wer das denkt, ist einfach nur blöd. Tut mir leid. Kann man auch wirklich auf Eierschalen laufen, Leute? Das ist die Frage, die man stellen. Und anscheinend klappt es ja wirklich, ja. Guck mal. Die läuft einfach über Eierschalen, ne?
Ich denke mal, dafür brauchen wir auf jeden Fall auch ordentlich Eierschalen am Start, weil mit so einem 6er-Pack wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Okay, warte mal ganz kurz hier. Ein paar Kreise machen und, ja, funktioniert anscheinend nicht, Leute. Oh, hier. Guck ich mal die ganzen Innereien hier an, die ganzen Kugeln. Und zack, perfekt aufgemacht. Und hier, kann man eine Cola öffnen mit einem Stick? Ich glaube schon, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, kann man. Alter. Oh, man muss auch aufpassen, dass es da nicht überschäumt. Hier nochmal in Slow Motion. Das explodiert da so richtig, ey. Wer auch auf die Coca-Cola-Dose klopft in 2020, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Einfach mit dem Stick drum drehen und dann explodiert die schon vorne ganz alleine. Na, ob die Münzen runterfallen, ich bin mir nicht so sicher. Oh, okay. Die sind sogar drauf geblieben, Leute. Aber auch relativ knapp. Relativ knapp, würde ich sagen, was funktioniert nicht immer. Wenn man anscheinend Luft in die Coca-Cola reinfügt, Leute, also sowas wie WD-40 und das voll reinballert, dann wird anscheinend die Coca-Cola-Flasche zu einer Rakete. Nein. Nee, das ist anscheinend nur Fake. Oder die haben es einfach nicht ordentlich gemacht, weil ich habe sowas schon mal gesehen. So, hier, kann man Flaschen einfach perfekt aufeinander halten und, oh Gott, was habt ihr denn da gerade gemacht? Ihr Dullis, Alter. Anscheinend soll man Kleber zu Fanta hinzufügen, damit man quasi so eine Fanta-Klebeschicht auseinanderziehen kann oder so, Leute. Ich bin mir da auf jeden Fall nicht so sicher, ob das klappt. Mal gucken. Es sieht auf jeden Fall schon mal echt anders aus, ne? Wenn ich mal hier, wie die Fanta gerade aussieht. Und mein Geschmack ein bisschen zu flüssig und auch irgendwie eklig. Ja, eklig. Funktioniert eh nicht, Leute. Probiert es deswegen nicht aus. Hier einmal Sirup zu so einem Becher hinzufügen und dann soll man anscheinend perfekten Battlefield machen, oder was? Hey, gehe ich mal von aus, weil es halt einfach Gewicht dazu hinzufügt, oder? Und es klappt! Aha. Aha, anscheinend kann man seine Haare sauber machen mit einer Schere, wenn man so macht. Und ich glaube, das ist nicht so gesund für die Haare, wenn man das die ganze Zeit so macht. Ne? Okay, Leute, also ja, denkt dran, nicht mit der Schere so machen. Aber anscheinend, wenn man Salz in eine Flasche reinpackt und dann Battlefield macht, dann trifft man anscheinend jedes Mal einen Battleflip und es funktioniert anscheinend wirklich. Als ob, Alter. Wenn man anscheinend Kleber und noch einmal ein bisschen Farbe ranmacht hier, Leute. So, Farbe und Kleber. Dann soll man anscheinend durchs Waschbecken... Hä? Was sollte da jetzt passieren? Denken die jetzt wirklich, dass unten beim Kleber der Blau rausgekommen wäre, oder was? Muss man jetzt nicht verstehen, ne? So, wenn man anscheinend Papier die ganze Zeit rubbelt, dann wird das ganz weich. Ja, okay. Mal gucken. Oh ja, und es stimmt. Ja, Leute, es stimmt. Papier wird dann auch wirklich weich. Es ist dann sehr, sehr weich. Man kann es nicht als Handtuch benutzen, aber es ist sehr weich. Okay, hier. Ein bisschen Wasser auf die Skittles machen, Freunde. Und dann kann man sein T-Shirt anscheinend ganz, ganz cool färben, ja? Einfach nur mit ein paar Skittles? Wenn das ja so leicht geht, warum macht das nicht jeder einfach so? Und, man kann sehen, dass der Lifehack, nicht funktioniert halt, Alter. Kann man Leute täuschen, dass man auf der Stelle läuft, einfach so mit irgendeinem Trick und sie sagt ja. Und das ist, man muss einfach nur seine Beine so bewegen und dann sieht das aus, als würde man laufen. Ja, ein bisschen, als wäre das eine Bein vielleicht 10 cm kleiner, aber es scheint anscheinend sogar zu funktionieren. Hier, ein Tipp für die Frauen, einmal ein bisschen Pinguinstellung machen und zack, ist schon die Hüfte viel, viel weiter am Rausstrecken. Okay, nicht schlecht. Hier, Tennisball und den soll man jetzt dann dagegen drücken und als ob das funktioniert. Ja, als ob das so leicht funktioniert. Okay, was macht die jetzt hier? Nein. Nein. Jetzt für 5 Minuten so lassen. Und dann hat man anscheinend größere Lippen. Und man hat es wirklich. Und Leute, sowas hält halt nicht für immer an. Deswegen lasst einfach nach. Ist das jetzt hier so eine Handcreme oder so, Leute? Ja, eine Handcreme. Aber da kommt anscheinend nichts mehr raus. Was machen wir denn am besten? Einmal mal ganz kurz aufschneiden das Ding hier. Und dann den Rest... Warte mal, mit Backpapier dann zuschneiden? Was? Okay. Nicht zuschneiden, zumachen. Und jetzt kann man anscheinend wieder was benutzen, oder was? Hä? Okay, aber gut zu wissen, wenn man mal so eine Tuben kürzer machen möchte. Einmal ganz kurz hier den Öffner umdrehen und dann öffnen. Dann soll man anscheinend, was ganz Kleines haben, aber es funktioniert nicht, ne? Da hat man einfach so ein ganz normales Loch reingemacht. Da kann man perfekt den Strohhalm reinpacken, muss ich sagen. Weil der wird dann, glaube ich, nicht die ganze Zeit nach oben gehen. Und hier, Coca-Cola vs. Mentos Experiment, wird das ganze Aquarium voll hochsprudeln? Nein. Leider nicht. Da fehlt ein bisschen Backpulver und noch ein paar andere Sachen. Und hier, wenn man mal gefangen ist, okay. Dann macht man hier anscheinend eine Schleife oder so darum. Und lass mich raten, man fährt dann Tour de France. Ja, und radeln, 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 radeln. Und zack, befreit, Leute. Ganz entspannt befreit. Stört der Bauch? Da macht man anscheinend ein bisschen Frischhaltefolie darum. Ob das jetzt so klappt, Freunde? Ja, also man wird wahrscheinlich einfach dünner aussehen. Da kann man auch nicht so Korsetts oder sowas holen, glaube ich. Aber... Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ach, damit soll man auch noch Bauchfett verlieren.
Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus, auch noch an den Bauchnabel, der dann wahrscheinlich absolut schwitzen wird. Und ja, wahrscheinlich vorher und nachher, Alter. Wem willst du das erzählen? Na, was ist hier ihre Mission? Oh, die schneidet einfach selber ihre Spitzen. Okay, mal eben Spitzen schneiden und jetzt nimmt sie... Nein, 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 nein. Du willst jetzt nicht... Nein, 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 du nimmst jetzt nicht deinen eigenen... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, sah das hässlich aus, Freunde. Okay, sie möchte anscheinend einen größeren Hintern haben, oder was? Oder was ist jetzt hier ihre Mission? So, und jetzt einmal ganz kurz ein Loch reinschneiden. Bup, Loch reingeschnitten. Okay. Und schon sieht der Hintern anscheinend ein bisschen größer aus in der Hose, oder was? Ja, anscheinend schon. Okay. Fake it until you make it. So kann man es auch machen. Guck mal, gefühlt ein richtig heftiger Unterschied. Nicht. Hat sie da gerade einfach so einen Karategürtel am Start, Leute? WCF. Läuft auf jeden Fall bei der. Und jetzt soll sie anscheinend damit perfekte Haare machen, oder was? So, hier mit dem Gummiband nochmal ganz kurz rum. Und dann wird sie danach zu Rapunzel. Was ist das, um jetzt über Nacht zu lassen und dann das rausnehmen? Und dann wird sie zu Rapunzel, Freunde, anscheinend. Ob das dann funktioniert, ist die andere Frage. Es sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als ob das funktioniert, oder? Vielleicht doch ein bisschen. Oh, doch, okay. Sieht sogar gar nicht mal so schlecht aus. Sieht sogar echt ganz in Ordnung aus, ne? Kann man mal machen, Leute. Kann man mal machen. Der ist gerade nicht einfach der ganze Teller mit den Spaghettis auf dem Teppich, auf dem weißen Teppich gelandet. Oh, 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 okay. Jetzt soll man anscheinend Rasierschaum nehmen, um das Ganze wegzubekommen. Never ever wird das funktionieren, Leute. Das ist Rasierschaum, ne? Ich meine, was denken... Ja, ja, RIP, Alter. Teppich kannst du wegschmeißen, Alter. Ohne Spaß. Wir brauchen einmal eine Tomate, Freunde. Und die sieht irgendwie ein bisschen lost aus, die Tomate. Aber kein Problem. Jetzt hier noch einmal so eine Drachenfrucht. Und rein damit in den Mixer. Alles einmal BAM! Durchmixen. Und schon kann man sehen, dass man so einen perfekten... Oh, das macht der jetzt, hä? Ach, alles noch auswringen, okay. Und jetzt hast du perfekte... Was? Ach, ach, Lipgloss. Lol, einfach einen Lipgloss gemacht, okay. Hä? Lol, das sieht sogar echt gut aus. Als ob Ketchup jetzt Rost entfernen kann, Leute. Also wenn das stimmt, ne, dann ist ja Ketchup anders heftig am Start, Leute. So, hier ein bisschen mit Ketchup einschmieren, das Ding. So, hier, oh ja, wie elegant. Und jetzt einmal abwischen und, nee, man hat einfach nur seine ganze Lampe. Und es geht sogar echt, man kann was? Man kann Rost entfernen mit Ketchup? Ja, hier einmal ganz kurz Kaffee, dann noch Kakaopulver, Olivenöl und alles einmal ganz kurz vermischen. Mal gucken, was das für eine Konsistenz bildet. Jetzt hier einmal... Was macht die denn jetzt da? Leute, was macht die denn jetzt da? Geht sie jetzt in Kampf? Geht sie auf Jagd? Leute, sie geht, glaube ich, auf Jagd oder so, ne? Ach, das soll... Als ob das im Endeffekt so aussieht. Als ob das im Endeffekt so aussieht, Leute. Hier einmal ein bisschen föhnen oder was? Okay, anscheinend soll man mit diesem Ding hier Locken machen können, weil man da ja so ein Vakuum kreiert. So rein damit und jetzt kann man das die ganze Zeit so föhnen und dann soll man damit Locken machen können. Es sieht mir eher danach aus, dass man sich absolut viele Knoten in die Haare reinmacht. Aber anscheinend funktioniert es ja, Leute. Also, wer braucht schon heutzutage noch einen Lockenstab? Ne? So, hier ganz kurz eine Kerze anzünden und dann Wasser reinfüllen und Oh, ich dachte gerade schon, Alter. Ich dachte gerade schon, die haben mir schon die SpongeBob-Kerze entdeckt oder so. Ey, mein Gott. Kann man mit langem Haar einfach so easy einen eigenen Zopf machen? Oder hier, guck. Boop. Okay, Zopf und jetzt so ein Bob oder was? Ach so. Oha. Hä, wie clever. Lol, wie clever. Ohne einfach Haare zu schneiden, sehen die Haare jetzt kürzer aus. Läuft auf jeden Fall, läuft auf jeden Fall. Hier, anscheinend soll ein Stein in der Mikrowelle kaputt gehen. Ob das stimmt, das weiß ich gar nicht, Leute. Okay, das ist gefährlich. Also auf jeden Fall, Leute, denkt dran, nichts davon nachmachen. Und der Stein ist noch genauso wie vorher. Ja, eine Mikrowelle ist nicht jetzt irgendwie mit Thanos-Superkräften bestückt. Es soll möglich sein, einfach mit Fanta und Kleber, wenn man das zusammen mixt, dann so eine komische Mischung zu haben, dass man langziehen kann und so. Da hat man irgendwie ganz, ganz verrückte Fanta am Start, Freunde. Also... Das wird ganz verrückt, aber mal gucken, ob das funktioniert. Nee. Also das sieht mir jetzt auf jeden Fall nicht irgendwie nach Kleber aus. Das ist einfach irgendwie gefühlt so eine Klebe-Fanta-Mischung. Also ein bisschen widerlich. Es gibt einen Trick, womit man einen unendlichen Wasserstrahl machen kann. Aber nee, er funktioniert nicht. Da sollte man eigentlich so ein bisschen Duct Tape nehmen und dann wäre da so eine Linie. Das sieht aus, als wäre das Wasserrad irgendwie auf Pause-Challenge angelegt. Ihr wisst ja, ich liebe Experimente. Jetzt haben wir einfach mal Coca-Cola und Mentos in einem Aquarium. Und es soll anscheinend richtig, anscheinend so
komplett überschießen, aber es funktioniert nicht. Da fehlt wohl einfach ein bisschen Backpulver. Deswegen, Leute, schaut gerne meine Experimente, wo wir sowas angeguckt haben. Nein, 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 nein. So ist das falsch. So wischt man heutzutage nicht mehr. Es ist 2020. Du wischst jetzt so mit 3 Stück und ein bisschen rumtanzen, ja? Damit ist man auf jeden Fall viel schneller am Start. Hm, auf jeden Fall. Und man braucht übrigens noch 2 extra Dinge. Man soll anscheinend blaues Wasser erstellen können, indem man einfach so ein bisschen Farbe drauf macht, dann unten ein bisschen Kleber an so einem Schwamm und der kommt dann natürlich jetzt zack an den Wasserhahn und es ist wirklich so, dass man ein bisschen blaue Farbe hat, aber nicht wirklich viel, also es funktioniert nicht. Falls ihr diesen TikTok-Trend noch nicht gesehen habt, dann lebt ihr wirklich hinter dem Mond. Na, ich meine, er wirft hier einfach den Apfel hin und her mit der Gabel und man probiert so viele Gabeln wie sonst da ranzubekommen. Alle, die lange Haare haben, kennen das Problem. Wenn man einfach isst, irgendwie sich vorbeugt, dann kann man nicht wirklich gut essen. Da hat man immer irgendwie Haare im Gesicht. Muss man sich halt einen Topf machen. Was ist jetzt hier die beste Lösung dafür? Die zieht jetzt ihr T-Shirt aus. Okay, ja. Mach das mal im Restaurant. Das will ich sehen. Ich hasse es so, wenn man schon seine Haare gemacht hat und dann nicht mehr sein Dings darüber ziehen kann, ohne seine Haare kaputt zu machen. Er überlegt sich so, es gibt doch da bestimmt eine bessere Lösung dafür, oder? Er nimmt jetzt hier einen Regenschirm. Warte mal ganz kurz. Warte mal. Einen Regenschirm. Ach, und so. Ach, und so geht die Frisur nicht kaputt, oder? Wenn man da einen Regenschirm hat? Also manche Sachen sind aber wirklich ein bisschen lost, oder? Falls ihr ein Schulbuch oder so habt, wo ein Auge drauf ist, schneidet dieses Auge einfach mal aus, legt dann euer Handy da rein, wo eure Kamera ist, und dann schon habt ihr ein heftiges Spionage-Notizbuch. Da könnt ihr nämlich andere Leute einfach filmen und ja, lasst euch bloß nicht damit erwischen. Und ja, also sehr unauffällig, auf jeden Fall sehr unauffällig. Man sitzt da und dann wird man fotografiert. Man kann einen Schlüssel quasi so anmalen mit so einem ganz normalen Stift, der so ein bisschen, ja, das halt so einen Abdruck nochmal überlässt. Und dann kann man einen Schlüssel so einfach kopieren, als ob. Der legt jetzt hier einfach auf die Dose rauf, Leute. Ganz vorsichtig natürlich ausschneiden, Leute. Macht es auf jeden Fall mit euren Eltern zusammen. Und dann kannst du das, wenn du so ein bisschen abfallen so, beziehungsweise die Muster nachmachst, als ob man damit jetzt die Tür aufmachen kann, Leute. Als ob das jetzt so leicht geht. Wenn es jetzt geht, ne? Und sie macht die Tür auf und es funktioniert. What? WTF mit so einer Dose einfach und jetzt spioniert sie da rum und hackt den Computer, Leute. Tja, das Problem ist halt nur, dass das Passwort nicht mehr da ist. Aber, Leute, wenn das Passwort nicht mehr da ist, dann hat das vielleicht so, ja, so hat das auf jeden Fall aufgeschrieben. Und da ist das Passwort, Leute. Wahrscheinlich steht da auf dem Zettel einfach drauf, Passwort. Und dann drunter nichts und dann sind da die geheimen Dateien. Oha. Er schreibt jetzt irgendeine geheime Nachricht, Leute, und packt die auf jeden Fall jetzt hier in diesen Umschlag rein und natürlich mit Kleber zugemacht. Also das Ding kriegst du nicht mehr auf, ohne das Gefühl zu zerreißen, Leute. Aber haben wir falsch gedacht. Sie klaut jetzt nämlich einfach das Ding und dann packt sie es einfach über diesen Wasserkocher oder so. Und dann, Leute, dieser Qualm, dieser Wasserdampf lässt quasi Kleber einfach zunichte werden. Also ihr könnt es auf jeden Fall in anderen Bereichen auch in eurem Leben anwenden, wenn ihr irgendwas mit Kleber habt. Jetzt kann sie es einfach wieder reintun, bisschen anlecken und wieder zumachen, Leute. Ey, das ist 300 IQ. Seid ihr echt so armselig drauf und wollt andere Leute belauschen? Tja, Leute, wenn ihr es wirklich so seid, dann habt ihr jetzt hier die beste Möglichkeit. Glas ist Schnee von gestern, Leute. Wir nehmen jetzt AirPods, ja? Die AirPods haben nämlich ja ein Mikrofon drin. Und weißt du, was ihr damit machen könnt? Ihr könnt jetzt nämlich einmal live nachhören. Ihr legt einfach euer Handy dahin und hört ihr quasi, was sie reden. Nehmt dann eure AirPods ins Ohr rein und hört ihr quasi, egal wo ihr seid, also ihr müsst natürlich noch Bluetooth-Verbindung haben, hört ihr einfach, was die sagen. Krass, oder? Wir nehmen ein Blatt Papier, Leute. Und dieses macht man einmal ganz kurz nass. Legt dann ein anderes darüber, lasst es trocknen und dann kann man eine ganz, ganz geheime Nachricht draufschreiben. Zum Beispiel sagt er hier. Und dann, Leute, hat man einfach bei diesem Papier das irgendwie so ganz, ganz geheim. Und dann, Leute, seht ihr schon, die Nachricht ist nicht mehr da. Jetzt muss man einfach nur noch das Ganze nochmal ins Wasser packen. Und schon ist die Nachricht einfach wieder da. Was? Wolltet ihr schon mal sehen, wie beschmutzt eigentlich euer Tisch oder euer Zimmer ist? Ihr könnt jetzt nämlich ganz leicht einfach ein eigenes blaues Licht erstellen. Einfach 2 von diesen Dingern raufmachen übereinander mit einer Taschenlampe, dann nochmal was Lilanes drauflegen. Dann hat man quasi so dieses Schwarzlicht selber kreiert, Leute. Und dann schon kannst du sehen, oh, überall Fingerabdrücke und so. Ah, da war wohl jemand in meinem Urlaub an meinem PC, Leute. So ganz einfach. Wenn ihr eine Gießkanne oder irgendwie so ein Ding hier habt, dann haut die mal in diese Teile zusammen und diese ganzen Sachen können euch sehr, sehr, sehr viel Arbeit sparen. Guck mal hier, das Ding mal ausschneiden, reinlegen, da kann dann zum Beispiel euer Schwamm rein oder eure Bürste oder irgendwie sowas dann. Habt ihr schon mal das Ding. Die anderen Sachen könnt ihr auf jeden Fall auch noch verwerten. Ihr könnt jetzt nämlich das hier nehmen und zum Beispiel perfekt Sachen umfüllen. Ja, ganz easy, Leute. Mega heftig. Und das Ding könnt ihr benutzen, um jetzt zum Beispiel einfach eure Seife oder so reinzulegen, damit das Ding einfach runtertropft und nicht einfach irgendwie dann schmiert. Wusstest du, dass du einfach von den Sonnenblumenkernen die aufmachen kannst mit einer Wäscheklammer. Du brauchst einfach nur zack, so zusammendrücken und schon ist das Ding einfach auf. Ja, so schnell geht's. Und bei der Gurke zum Beispiel, ihr kennt's ja, ja, dass die einfach so dran kleben, immer nervig. Einfach so ein kleines Holzstück nehmen und dann zack, gehen die Scheiben runter
bis zum geht nicht mehr. Einfach easy. Wir brauchen eine Coca-Cola-Flasche. Ganz entspannt, Freunde. Einmal hier mit so einem Skalpell oder halt einfach irgendwie eine Schere, Messer oder so. Macht auf jeden Fall mit euren Eltern zusammen nach. So, und dann könnt ihr quasi Wasser perfekt in den Eimer reinfüllen, ja? Leute, ey, ich habe immer den Eimer so rumgekrümpelt, bis zum geht nicht mehr. Das war schrecklich, wirklich schrecklich. Das ist der beste Lifehack, den ich jemals gesehen habe. Man brauche einen Strohhalm, Leute. Einmal ein bisschen reinschneiden hier. Dann zack, Leute, einmal was abmachen. Und nun könnt ihr mit diesem Strohhalm einfach perfekt eure Fingernägel lackieren. Nur das, was ihr haben wollt. Als ob das einfach geht, Leute. Und im Endeffekt sieht das sogar noch so aus. Ey, wirklich, damit spart man sich sehr, sehr viel Zeit als Mädchen. Der Lifehack ist einfach so heftig, dass ich den sogar selber benutze. Einfach bei so einer Küchenrolle, also bei was übergeblieben ist, so ein Loch anschneiden und dann, Leute, den Beutel nehmen. Und dann habt ihr quasi immer sofort unendliche Beutel, bis das Ding leer ist. Also ihr nehmt das einfach raus, dann zack, reißt es einfach unten ab und schon habt ihr direkt wieder den nächsten Beutel. Das ist so ein heftiger Lifehack, Freunde. Einfach nur mega, mega heftig. Die perfekte Spaghetti-Portion existiert nicht, was? Und die perfekte Fleischbällchen-Portion auch nicht. Lol, man kann einfach mit diesem Ding hier perfekte Fleischbällchen und eine perfekte Spaghetti-Portion für eine Person machen, Leute. Also, besser geht's eigentlich nicht mehr. Jetzt kann man die ganzen Dinger da reinhauen, so, zack. Und dann ist es wahrscheinlich auch eher so eine Mini-Portion. Ich meine, diese Fleischbällchen sehen relativ klein aus. Aber hey, voila, Spaghetti à la Fleischbällchen. Habt ihr eine Pringles-Soße über und den Deckel, den wirft man gefühlt ja eh immer weg. Leute, nehmt den Deckel, ohne Spaß, nehmt den und packt ihn einfach auf irgendwelche Früchte von euch oder halt irgendwie auf eine Zitrone oder sowas. Dann könnt ihr nämlich einfach die Sachen viel, viel länger am Leben lassen. Und zack, Leute, ey, das ist so heftig, Mann, ohne Spaß. Das ist vielleicht einer etwas der unnötigeren Lifehacks, aber er ist vielleicht auch hilfreich für einige von euch, die halt kochen, Leute. Und dann zum Beispiel mit so... mit irgendwelchem Pulver oder Mehl oder sonst was auf euer Handy darauf schütten. Einfach hier so wieder so einen Kleiderbügel nehmen, den so ein bisschen umformen und dann um den Kopf herumhängen. Und schon, Leute, könnt ihr einfach euer Handy da reinlegen. Es sieht mir aber halt nicht so sicher aus. Und das wird safe runterfallen. 100%. Findet ihr es auch mal ein bisschen nervig, euren Mund so an eurem Waschbecken auszuspielen, weil der vielleicht mal so ein bisschen rankommt? Ey, hier ist der beste Lifehack dafür. Einfach mal so ein bisschen so einen Strohhalm rankleben, dann so Ecken abschneiden und dann hast du einfach so einen eigenen Wasserspender so mäßig, der dann so... das zum Mund ausspülen lässt, aber das dauert dann auch einfach mal ewig. Ist euer Kleiderschrank einfach mal komplett voll und ihr habt einfach gar keinen Platz mehr? Beste Lösung dafür, Freunde, einfach. Ihr braucht nur eine Kette und Kleiderhaken natürlich, ne? Aber habt ihr wahrscheinlich eh. Und eine Kette, Leute, mit dieser Kette, die könnt ihr jetzt hier so rummachen und dann könnt ihr damit einfach andere Dinge einhaken und habt ihr quasi so viel Platz gespart. Guckt euch mal bitte schon diesen Unterschied an, wenn man es jetzt da reinhängt. Da kannst du so, so viel Platz sparen, aber sowas von. Machst du auch immer wie ein Dulli die Popcorn-Tüte auf, ja? Dann hier ist die beste Lösung dafür, einfach ohne Spaß. Einer der besten Lifehacks, Leute, die haben wir erst am Wochenende selber probiert. So kannst du es einfach aufmachen, hast du den wirklich, das funktioniert mit allen, mit Chips, mit Flips, mit Popcorn, das ist so der geilste Lifehack der Welt. Na, ist der Tacker mal schon wieder leer, Leute? Ich glaube, ich habe das Wort Tacker schon wieder ewig nicht gesagt, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier anscheinend nochmal so eine ganz geheime Ladung, Leute, die ihr dann nochmal einfügen könnt. Und dann zack, geht's ab, Alter. Checkt mal euren Tacker, ob ihr sowas auch habt. Einer der geilsten Lifehacks für eine Avocado, Leute. Einfach mit der Gabel das so ein bisschen zermampfen, so ein bisschen einfach zerdrücken, Leute. Und dann nochmal ein bisschen Würze drauf, Leute. Dann kann man mit einem Keks einfach dippen, ja? Als wäre das halt einfach irgendwie so ein heftiger Nacho-Cheese-Dip. Ich denke mal, jedem ist das schon mal passiert, dass die Toast einmal komplett schwarz geworden sind, ne? Weil man das vielleicht vergessen hat, dass die Stufe ein bisschen zu hoch war oder so. Schmeißt sie aber nicht weg, Leute. Reibt die einfach aneinander, ja? Reibt die aneinander und schon sind die einfach perfekt, als ob das funktioniert. Ich habe schon so oft Toast einmal weggeschmissen. Gut, weil die halt auch einfach dann steinhart sind. Kennt ihr das, wenn man einfach mit so einem Tetrapack einfach um sich rumspritzt? Nee, kenne ich auch nicht. Aber anscheinend gibt es da noch mal einen besseren Lifehack, wie man das anscheinend hintergehen kann. Ja, okay. Also sorry, aber wer wirklich so dumm das macht... Was ist denn das jetzt hier? Nein, ne? Nein. Unterhose als Bauchtasche? Nein, Leute. Oh mein Gott. Schlimmster Moment, wenn einfach irgendwie das iPad oder das Handy aufs Gesicht fällt. Ey, lasst mal ein Like, wenn es euch auch schon mal passiert ist, Leute. Also mir ist es schon so oft passiert, dass ich einfach so gucke und mir fällt mein Handy einfach mein Gesicht. Beste Lösung dafür, einfach hier ein bisschen, ich glaube, Kleiderhaken nehmen, die da umdingst. Und dann kannst du perfekt einfach in deinem Bett liegen und auf dein iPad ein bisschen Netflix oder so gucken. Viele wissen das gar nicht, aber euer Tankdeckel, Leute, hat sogar einen Halter, ja? Ich packe meinen zum Beispiel immer ein bisschen so darauf, aber ich habe zum Glück meinen noch nie vergessen, auch noch nie vergessen, irgendwie meinen Tankdeckel zuzumachen. Übel peinlich, wenn einem was passiert. Ich habe es mal bei dem Polizeiauto gesehen. Na, was hat die jetzt vor mit dem T-Shirt? Anscheinend kann man so T-Shirts wechseln, ohne sich ganz ausziehen zu müssen. Ob das auch mit Hosen funktioniert, Leute? Ich war... Wie einfach war das denn? Das muss ich sagen, ist schon wieder einer der dummen Lifehacks. Ne? Ich meine, hier packt man seine ganze Zahnpasta rein in so eine Tube und dann mit diesem Ding hier soll man schon seine Zahnpasta drauf machen. Ey, da bleibt doch so viel Zahnpasta über. Ist doch voll lost.
Ist die Handcreme aber wieder leer? Jeder kennt das, Leute. Es ist einfach nervig. Aber, Leute, schneidet einfach oben was ab und dann könnt ihr einfach den Rest nochmal so rausholen oder was jetzt? Nein, sie schweißt es jetzt. Erde, was macht sie jetzt? Sie hat dasselbe wieder zusammengeschweißt und jetzt funktioniert es wieder. Hä? Okay. Wenn du keine Box zu Hause hast, aber gerne Musik hörst unter der Dusche, pack dein Handy in dein Waschbecken, weil dann ist die Musik einfach nochmal 10-mal so laut und es macht dann viel mehr Spaß zu duschen. Mal wieder keine Ahnung, wo das Handy am besten hin soll, wenn es runterhängt. Einfach so kurz die Lasche drüber machen, Leute. Ganz entspannte Sache. Hier können wir zum Beispiel auch einmal noch eine Flasche aufschneiden, Freunde. Und dann denkt ihr wirklich, ihr werdet staunen. Jetzt könnt ihr es nämlich da so hinstellen. Dann könnt ihr einfach euren Regenschirm da reintun. Und dann tropft das ganze Wasser ab, was sonst normalerweise irgendwie auf eurem Boden landen würde. Guck mal, vorher, nachher. Einfach mega Unterschied. Ihr wollt zu Hause ein Loch zumachen, habt aber jetzt nicht irgendwas zum Spachteln oder irgendwas zum Füllen. Einfach ein bisschen Seife dran reiben, Leute. Zack, 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 zack. Muss natürlich auch dieselbe Farbe sein. Und schon ist das Loch fast nicht mehr da. Wisst ihr, was besser ist als Käse hobeln? Das dauert viel zu lange, Leute. Also macht das nicht. Packt einfach den Käse in den Mixer rein, ja? Und dann habt ihr einfach so feinen Käse, das ist gefühlt schon fast Parmesan-mäßig. Also richtig, richtig nice. Und danach muss man den natürlich auch ordentlich ausspülen, ne? Weil sonst Sauerei. Das sollte auf jeden Fall von viralen TikTok-Lifehacks gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, hört auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button und abonniert diesen Kanal, Freunde. Wir sind kurz vor den 500.000 Abonnenten. Und checkt eins zu den meinen Videos hier aus, einfach draufklicken. Und Leute, los, klick drauf. Mach schon.